Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Dead Space 3. Endlich ist es soweit. Ich freue mich schon richtig auf das Spiel, denn das ist ja schon ziemlich gut inszeniert. Oh. Wow, Alter. Das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Ein bisschen lebensmüde sind die auch noch. Da kommen doch sicherlich gleich wieder welche. Das sieht schon wieder so aus wie so eine kleine Kampfzone. Kampfzone? Gehst du die Kampfzone? Aber es kommt keiner. Okay. Ich muss anscheinend nicht hier die Treppen, die Leiter hoch. Aber da ist auch noch eine Tür. Mal gucken, was die. Ach, guck mal. Geil. Ich kann jetzt auch so wegspringen. Ist ja fett. Aber die Tür ist zu. Also wirklich nur da hoch. Macht man natürlich. Kommt jetzt noch irgendwas? Nee. Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Ich habe früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für ihren Plan. Plan? Irgendeine Inside-Prophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher Corp-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Okay. Mit Norton treffen. Drücken für Details. Aha. Okay, das machen wir natürlich. Da ist aber noch so eine Box. Da ist da bestimmt noch was drin, was Schönes. Yes, ein bisschen Munition. Kann nie schaden. Und dann mal hier weiter. Fortschritt wird gespeichert. Das ist aber schön. Diesen Mann gesehen! Bitte, wo ist ich er? Weiß es nicht! Scheiße. Auch noch auf Frauen, das kann ich nicht sehen, mein Freund. Ich hab ihn, er ist unterwegs im Freeway. Hast du mich gesehen? Ich war noch um die Ecke. Oh, da oben. Scheiße! Kann ich auch, aber besser. Sowas finde ich ja gut, wenn die so leicht auszuschalten sind. Ein paar Schüsse, das reicht schon. Nicht wie die Viechter, wo du ewig draufballern musst. So, der hat nichts mehr dabei. Gehen wir mal in die Richtung. Wow! Oh, fuck. Mist! Ich bin auf den Freeway gekommen. Dann müssen sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Ach, ich habe aber noch meine Stasi-Einheit. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Jetzt wird's lustig. Yeah! Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Ups. Ja komm, es passiert. Mach dir keinen Kopf, die waren ja unbemannt. Also, von daher ist ja niemand zu Schaden gekommen. Wer will was von mir? Wow! Guck mal, da hinten liegt noch was. Da habe ich was übersehen. Das geht ja nicht, du. Gehen wir mal sofort zurück und holen uns den Mist. So. Was ist denn das überhaupt? Ein Artefakt. Aha. Artefakt entdeckt zum Ansehen. Dingens drücken. Also auch wieder was zum Lesen eher. Und so eine Art Sammelobjekt, schätze ich mal. Okay. So, mal gucken. Kriegen wir doch gleich wieder Freunde hier. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier auf die andere Seite. Vielleicht haben sie hier noch was versteckt. Genau, eine Kiste, war ja klar. Ich sollte Entwickler werden. So. Okay, da haben wir alles. Ja. Okay. Du sollst mich doch nicht so nennen, Schatz.
ne, jetzt ist da unten wieder zum Einsammeln, aber ich geh jetzt nicht nochmal runter. Aber es sind zwei Sachen zum Einsammeln. Vielleicht sind da auch Credits. Ja. Was man nicht alles tut für ein paar Waffen und Munition. Aber es ist wirklich nur Munition gewesen. Okay. Apropos, wir können mal hier zum Cutter wechseln. Den kennen wir ja noch aus den vergangenen Dead Space Spielen. Das war somit die erste Waffe. Ihr erinnert euch vielleicht. Rast dich aus, rast dich da, doch. Was ist das hier? Ach so, Waffen auswählen, das kennen wir schon. Habe ich ja eben gemacht. Wow. Ich glaube, Hulk war hier. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden auf zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verprasst. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten, haben sie sabotiert. Ihretwegen sterben wir. Aber fürchtet euch nicht, denn es gibt eine Zukunft. Wie vom Propheten Michael Altman versprochen, hat der schwarze Marker einen Plan für euch alle. Er wird uns aus unserer erbärmlichen Existenz erlösen und wir werden eins sein. Vereint in Körper und Geist. Unsere Einheit wird unsere Erlösung sein. Wir werden weiterleben, nicht als Menschen, sondern als Gott. Die Church of Unitology wartet auf euch, meine Freunde. Befreit euch von den Ketten dieses Lebens und kommt zu uns, wenn das Neue beginnt. Ich bin Jacob Arthur Danik und ich bin diese Botschaft. Oh, weia. Brüder und Schwestern. Gut, dann gehen wir mal weiter. Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Earthgov? Denn ich sag, die hätten mit den Markern experimentiert. Der hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Und normal würden wir jetzt mit dem, den wir hier sprechen, glaube ich, auch hier durchlaufen. Als Koop-Partner. Aber der ist ja jetzt hier nicht vorhanden. Mit Absicht. Denn ich würde das Spiel gerne alleine durchspielen. Einfach nur, um auch diese Schreckmomente voll und ganz auszunutzen. Denn die gibt es tatsächlich auch in Dead Space 3. Zumindest konnte ich das soweit verfolgen bei anderen Let's Plays. Und die werden wir hier auf jeden Fall auch haben. Macht sie kalt! Alter! Der hier lebt noch! Bringt ihn her! Nur so ein Zufall. Arthur Clark. Der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Ah!
Oh oh. Oh, Scheiße. Kommen die auch hier durch? Alter! Oh, lass mich mal weg! Komm hin, weg! Alter! Ich bin jetzt gerade gar nicht weggekommen. Hier, super. Ich kann nicht drüber laufen, es ist zu hoch. Ja, und schon geht's los mit den Viechern. Ich freue mich. Ich hoffe, diese unendlich, also diese Typen, die nicht sterben, die kommen nicht. Die mag ich nämlich überhaupt nicht. So, ich muss auf jeden Fall hier durch, wie es aussieht. Gibt keinen anderen Weg. Hier versteckt sich nicht noch irgendwas, nö. Aber ich habe dort an der Wand was gesehen, genau. Guck mal, übrigens mal ins Inventar, wie sieht denn das aus hier? Ach, guck mal, alter Falter. Hier können wir mal eins nehmen. Ist ja Wahnsinn, ey, wie viel wir an kleinen Medipacks haben. Ob wir die alle brauchen? Hm. Mal schauen. Ach, da steht er wieder auf, komm. Okay, doch nicht. So viele Medipacks, ey, das gibt's ja gar nicht. Ich kann, glaube ich, die Hälfte dann nachher wieder wegwerfen, weil wir andere Dinge finden. Lebst du noch? Okay. Hier ist es echt zu ruhig, Alter. Aber sieht gut aus, ne? So von den Lichteffekten her, nicht schlecht. Jetzt stehen natürlich alle Toten wieder auf und mutieren zu solchen Ekelviechern. Boah, Alter. Ja, und die vertragen natürlich auch mehr, die Blöden. Ich dachte jetzt, okay, das steht nicht auf, gut, gut. Und dann ist er drauf gestanden. Und ein Haufen Medipacks hier, das gibt's ja gar nicht. Meine Güte. Hätte ich jetzt einen Shop, da würde ich das mal ganz schnell da in den Safe tun. Aber sieht irgendwie schlecht aus. Naja, gucken, vielleicht kommt gleich was. Man weiß es ja nicht. Die sind ein bisschen anders, die Viecher hier. Also die lassen sich irgendwie ein bisschen schwieriger töten. Etwas schneller und so weiter. Na, mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Hier auch wieder Medipack. Wer will denn das? Wer will das? Auch wieder... Ist hier eine Krankenstation oder warum ist hier so viel... Heilzeugs. Moment, nochmal kurz hier rein. Apropos, können wir gleich mal Stase nehmen. Ich werfe hier trotzdem mal schon ein bisschen was weg. So. Wir müssen ja nicht alles aufheben, ne? Oder mal auf nach unten. Isaac! Sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Der Nick war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Okay, Freunde. Aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Tschüss.